Womit fährt das Auto der Zukunft? Bis jetzt hat man uns ja immer gesagt, es läuft alles aufs Elektroauto raus. Wenn wir weg wollen vom Verbrennungsmotor, dann brauchen wir batteriebetriebene Autos, die mit Ökostrom fahren. Jetzt kommt aber was ganz anderes ins Gespräch, und zwar das Wasserstoffauto. Da sagen jetzt viele, das sei doch eigentlich sinnvoller und das sei besser. Und da wird man natürlich auch hellhörig als Anleger. Und darum geht es heute auch. Elektroauto oder Wasserstoffauto, Brennstoffzelle. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Womit fahren unsere Autos in Zukunft? Das ist die große Frage heute, weil langsam ist es doch so, dass man das Gefühl hat, wir wollen ernsthaft weg vom Verbrennungsmotor. Zumindest wenn wir jetzt die politische Debatte uns ansehen. Momentan ist wirklich der Konsens, der Ottomotor und der Dieselmotor, die müssen weg aus Klimaschutzgründen und zwar so schnell wie möglich. Und was im Raum steht als Alternative, das ist vor allem das Elektroauto. Das überzeugt aber natürlich nicht jeden. Es sind viele Fragen offen beim Elektroauto und es hat ja auch viele Nachteile. Die sind ja auch bekannt. Also sie sind immer noch teuer. Das ist das Erste natürlich. Dann, wir haben immer noch kaum Infrastruktur, Ladeinfrastruktur. Da sind wir noch weit weg davon. Wir haben auch den ganzen Ökostrom noch nicht, den man braucht, wenn man jetzt viele Elektroautos auf der Straße hätte. Und wir haben auch noch nicht das Stromnetz. Also wenn wir jetzt 1 Million Autos am Schnelllader haben, dann bricht das Netz auch zusammen, so wie es momentan ist. Ökostrom braucht man natürlich auch in rauen Mengen. Es macht ja fürs Klima auch keinen Sinn, wenn man jetzt das Elektroauto mit Strom fährt, der aber nicht klimafreundlich produziert wird. Es gibt eine Studie vom Fraunhofer-Institut zum Beispiel, die widmet sich unter anderem dem Thema und die sagt, wenn man mit dem momentanen Strommix, wo wir ja nicht nur alternative Energie haben, wenn man damit ein Elektroauto betreibt, rund 150.000 Kilometer fährt, dann ist der Diesel, ein sparsamer Diesel, immer noch CO2-freundlicher als dieses Elektroauto. Und das liegt aber natürlich auch daran, dass bei der Herstellung der Energieverbrauch schon so hoch ist für diese Stromspeicher. Und erst oberhalb dieser 150.000 Kilometer ist das Elektroauto dann ökologischer. Sowas ist im Grunde niederschmetternd. Es wird sich sicherlich noch einiges tun. Also es gibt ja in dem Bereich viel technischen Fortschritt. Aber zurzeit kann man den ökologischen Nutzen vom Elektroauto schon hinterfragen. Und das nächste ist dann natürlich, also der Knackpunkt für viele, ist immer noch die Reichweite. Auch da hat es große Fortschritte gegeben, die letzten Jahre. Aber trotzdem ist es immer noch das Hauptproblem. Wenn ich eine weite Strecke fahren will, ich kann nicht einfach rausfahren und schnell tanken. Und das ist für die meisten Fahrer immer noch der Punkt. Ich selber, ich habe lange Jahre gedacht, es gibt da ja eine Lösung, der Plug-in-Hybrid, also diese Kombination von batteriebetriebenem Elektromotor und Verbrennungsmotor. Und der Verbrennungsmotor, der kommt dann eben dazu, wenn die Batterie leer gefahren ist. Der Nachteil ist aber offensichtlich, man schleppt eben beide Systeme mit im Auto und so wie es momentan aussieht, also was da auf dem Markt ist als angeboten, ist es eher die schlechteste Lösung sogar von allem als die beste. Also die Batterien haben eher winzige Reichweiten, es ist natürlich ein hohes Gewicht bei diesen Autos und dadurch unterm Strich ein sehr hoher Verbrauch. Also auch keine Lösung, zumindest zurzeit nicht. Es wird Fortschritte geben in allen Bereichen beim Elektroauto, aber trotzdem, das ist alles nicht so einfach offensichtlich. Wenn es so toll wäre, dann hätten wir auch schon alle Elektroautos. Haben wir aber nicht. Anfang 2019 waren in Deutschland insgesamt 57 Millionen Autos zugelassen, aber nur 83.000 Elektroautos oder Plug-in-Hybride, was sozusagen ja nichts ist nach wie vor. Und darum kommt jetzt auch ein anderes System ins Gespräch, und zwar der Wasserstoffantrieb.
Das ist im Grunde nicht neu, gibt es von der Idee her schon sehr lang. Ich kann mich noch erinnern, ist ewig her, da war ich bei der Hauptversammlung von Daimler. Damals hieß es Daimler Chrysler, der Vorstandschef war Jürgen Schremp. Und damals hat der eigentlich schon gesagt, das große Ziel von Daimler, das ist das Null-Emissionsfahrzeug auf der Basis von Wasserstoff. Viel geworden ist daraus nicht, wie man sieht. Kann man aber Daimler eigentlich jetzt auch nicht verdenken, weil das Auto hätte ja damals auch keiner gekauft. BMW hat auch Prototypen gehabt, viele andere Autofirmen haben Prototypen gehabt, alles im Sand verlaufen. Aber jetzt werden die Stimmen eben wieder laut, die sagen, Wasserstoff ist die Zukunft, nicht das Elektroauto. Und das spricht sich rum, relativ schnell, spricht sich vor allem gerade rum beim deutschen Privatanleger. Das Thema wird sehr gehypt und man findet jetzt zum Beispiel im Internet auch relativ viele Anzeigen so in die Richtung, ja, vergessen Sie Elektroauto, das ist tot, jetzt kommt der Wasserstoff, Billionen Dollar Markt, bestellen Sie jetzt die Wasserstoffaktientipps von uns und so weiter. Alles sehr nett, aber da würde ich schon sagen, Vorsicht, weil ganz so einfach ist das nämlich mit dem Wasserstoffantrieb auch nicht. Zur Auffrischung vielleicht, Wasserstoff ist ein Gas, enthält Energie und verbrennt mit Sauerstoff zu Wasser. Also bei der Verbrennung entsteht kein CO2, was ja schon mal wichtig ist. Der Wasserstoff, der heute produziert wird, das ist gar nicht so wenig, das wird fast ausschließlich produziert aus Erdgas, was ein fossiler Energieträger ist. Das sollte man jetzt nicht vergessen. Man könnte Wasserstoff aber auch produzieren in der Elektrolyse. Da leitet man sozusagen Strom ins Wasser, da entsteht dann auch Wasserstoff, vereinfacht gesagt. Den kann man dann wieder verbrennen oder aber man macht direkt Strom draus und zwar in der Brennstoffzelle. Das ist das Ziel. Da entsteht dann auch Wasser und Strom und mit dem Strom aus der Brennstoffzelle treibt man dann beispielsweise ein Auto an. Also ich habe eine Brennstoffzelle im Auto, ich betanke mein Auto mit Wasserstoff. Und das hätte schon ein paar Vorteile. Der Hauptvorteil natürlich, wenn ich entsprechend Wasserstofftankstellen hätte, dann habe ich das Reichweitenproblem nicht mehr. Ich kann mein Auto schnell betanken, relativ schnell mit Wasserstoff und weiter geht's. Und damit wäre das Reichweitenproblem gelöst. Und das ist ja kein unerhebliches Problem. Dann, man könnte eine Wasserstoffwirtschaft richtig erschaffen, zum Beispiel mit Solarstrom, den keiner braucht, den speichert man, man macht da direkt Wasserstoff und die Energie ist dann damit gespeichert, wird dann eben dann im Auto zum Beispiel abgegeben, wenn sie wieder gebraucht wird. Wenn man das in einem großen Maßstab denkt, dann hat man so eine Wasserstoffwirtschaft, die auch das eine oder andere Problem lösen könnte. Problem bei alternativen Energien ist ja oft Sonnenstrom, Windstrom, da schwankt die Produktion, die Nachfrage schwankt ja auch. Das könnte man aber zwischenspeichern in Wasserstoff. Das ist eine große Vision letztlich, die es aber auch schon länger gibt, die natürlich auch interessant ist. Das Ganze hat aber auch Nachteile. Erstens, Infrastruktur, klar, die muss man natürlich auch in dem Fall erstmal haben. Die Tankstellen gibt es auch noch nicht wirklich und die braucht man aber. Mein Elektroauto, das kann ich auch in der Garage laden. Es ist in Deutschland so, dass viele Elektroautos Kleinwagen sind und Zweitwagen sind und das geht dann schon. Mutti fährt mit dem Auto zum Einkaufen, ist der Zweitwagen und daheim laden wir es dann halt wieder und das passt schon alles. Auf der Basis geht das mit der Garage. Aber das Wasserstoffauto, das kann ich eben nicht daheim wieder laden. Da brauche ich wirklich verlässlich Tankstellen, sonst brauche ich mir kein Wasserstoffauto kaufen. Das zweite Problem ist der Wirkungsgrad. Rattenschlecht momentan noch. Man macht ja aus dem Strom Wasserstoff und dann daraus in der Brennstoffzelle wieder Strom. Aber dadurch geht einiges verloren. Jetzt ist es so, im Verbrennungsmotor geht natürlich auch viel verloren und im Kohlekraftwerk geht auch viel verloren, ist schon klar. Aber wenn man jetzt davon ausgehen würde, man würde Strom rein im Solarkraftwerk machen und dann macht man damit Wasserstoff und damit dann im Auto wieder Strom.
Strom, dann bräuchte man für das Wasserstoffauto mindestens doppelt so viel Strom, als wenn der Strom direkt in die Batterie gehen würde beim Elektroauto. Das ist ein Riesennachteil. Also vielleicht haben wir ja eines Tages Solarstrom und Ökostrom in Massen, dann wäre das egal. Aber bis dahin ist das natürlich nicht so gut. Wie gesagt, es relativiert sich schon stark dadurch, dass beim Elektroauto in der Herstellung schon so viel Energie verloren geht. Und deswegen ist die Bilanz von dem Wasserstoffauto jetzt auch nicht unbedingt schlechter. Aber trotzdem, wir haben diesen Energieverlust, diesen Umwandlungsverlust grundsätzlich. Und das macht einfach von dem Vorteil, den man ansonsten hätte, viel kaputt. Also man sieht, was da jetzt das Bessere ist und das Schlechtere, das ist nicht so klar. Die Frage ist aber auch, kommt es darauf momentan überhaupt an? Weil das Problem ist ja, dass beide Systeme aufwendig sind, dass man für beide Riesenanstrengungen braucht, wenn man die jetzt einführen will und das keiner allein schafft. Und alle Beteiligten fragen sich deswegen auch vermutlich nicht so sehr, was ist das Sinnvolle, sondern sie fragen sich, was machen die anderen? Wie geht die Reise? Wo geht die Reise hin? Wie muss ich da reagieren? Und unter dem Aspekt muss ich sagen, da geht für mich die Reise ganz klar zum Elektroauto. Sehr, sehr eindeutig. Das Elektroauto meiner Meinung nach, das ist gesetzt. Und das ist nicht hier passiert, sondern das Elektroauto ist gesetzt worden in China. In China sind letztes Jahr 1,1 Millionen Elektroautos verkauft worden. Das ist mehr als im Rest der Welt zusammen. Dieses Jahr werden es wahrscheinlich schon 1,5 Millionen Elektroautos, die in China verkauft werden. Man muss einfach sagen, China hat das Elektroauto gewollt, hat es gepusht, hat es gefördert und darum kommt es jetzt. Auch, und zwar überall. In China ist die Tür aufgegangen, die Industrie hat in China gesehen, da können wir was machen, da müssen wir auch was machen. Und was bei uns passiert ist, im Gegensatz dazu an Fördermaßnahmen oder sowas, das war völlig unerheblich. Und wenn man jetzt bei uns wirklich zu der Erkenntnis kommen sollte, dass Wasserstoff besser wäre als das Elektroauto, dann müssten wir hier jetzt mittlerweile schon enorm viel auf die Beine stellen, damit wir da einen Anreiz hätten, der vergleichbar ist mit dem, was bei Elektroautos jetzt schon da ist. Weil jetzt kommen die Elektroautos von den Konzernen. Volkswagen entwickelt Dutzende Modelle zum Beispiel. Warum machen die das? Weil es einen Markt dafür gibt, und zwar in China. Herbert Diess, der Volkswagen-Chef, der hat gesagt, Volkswagens Zukunft entscheidet sich in China, ganz klar. Wir kriegen die Elektroautos hier schon auch von Volkswagen und von allen anderen, aber damit sind wir natürlich auch ein bisschen festgelegt, was die Zukunft betrifft und dass die Reise zum Elektroauto eben auch bei uns geht zum Elektroauto. Es gibt auch in China Wasserstoffprogramme, übrigens auch an Wasserstoff arbeiten die Chinesen, aber natürlich bei weitem nicht in dem Maße. Und die Autoindustrie hat jetzt angekündigt, weltweit Investitionen in Elektroautos $300 Milliarden für die nächsten 5 bis 10 Jahre. Und ein guter Teil davon wird wahrscheinlich auch in China investiert, und zwar auch von den deutschen Herstellern. Und was Wasserstoff betrifft, es gibt einfach nichts Vergleichbares momentan. Und damit will ich jetzt nicht sagen, dass das Wasserstoffauto oder die Wasserstoffwirtschaft, die ja auch viele gern hätten, dass das überhaupt nie kommt. Das kann schon sein, dass wir in dem Bereich vielleicht in Zukunft auch Durchbrüche haben, technologische Durchbrüche, und vielleicht verändert sich ja auch das Bewusstsein bis dahin noch, dass das dann doch noch alles kommt irgendwann mal. Aber das wäre dann eben noch ein zusätzlicher Systemwechsel, und wir haben diesen ersten Systemwechsel zum Elektroauto, den haben wir ja auch noch nicht, da ist ja eigentlich auch noch nichts passiert. Also es wird ja wahnsinnig viel geredet momentan und es wird ja so getan, als sei das alles schon beschlossen und als sei das alles schon da und als wären die Probleme da
wieder alle gelöst. Ist aber natürlich nicht so. Und wenn jetzt aber wirklich die E-Mobilität kommt bei uns, dass wir es dann noch schaffen, ein zweites System, nämlich ein Wasserstoffsystem, auch noch hochzuziehen, das dann konkurriert und bis man dann am Ende sieht, welches von den beiden ist jetzt besser, dass das auch noch kommt, da versagt die Fantasie bei mir ein bisschen. Ich meine, okay, wenn es nach der Stimmungslage geht zurzeit, da haben wir ja den Eindruck, wir packen jetzt alles sofort an, ohne Rücksicht auf Verluste, aber das möchte ich dann schon mal sehen. Also Stimmungslage ist immer so eine Sache. Wir haben uns jetzt jahrelang aufgeregt über Griechenland, dann haben wir uns jahrelang über Flüchtlinge aufgeregt und jetzt regen wir uns über den Klimawandel auf. Letzteres tun wir zu Recht, aber das kann auch irgendwann mal wieder vorbei sein. Klimawandel war auch schon ein Thema vor 30 Jahren, passiert ist aber seitdem eigentlich relativ wenig. Und dementsprechend würde ich sagen, gerade für Wasserstoffaktien, also für diese ganzen Geschichten, ich will da jetzt keine einzelnen Aktien schlecht machen und so, es gibt da natürlich auch Unterschiede, aber insgesamt, ich wäre da schon vorsichtig mit dem Sektor. Elektroautos dagegen, weltweit gesehen, da bin ich optimistischer. Das Niveau von den Verkäufen weltweit, das ist ja immer noch relativ niedrig. Ich glaube, der Sektor wird wachsen die nächsten Jahre und ich glaube auch, dass dieses Wachstum unterschätzt wird. Ich finde in dem Bereich aber jetzt nicht die Autobauer so interessant, also schon gar nicht die reinen Elektroautobauer. Für die wird es nämlich hart, glaube ich. Die Konkurrenz wird hart, die müssen sich hart anziehen. Die nächsten Jahre habe ich speziell auf China auch schon einen Beitrag gemacht hier vor einiger Zeit. Batterienentwickler, schon interessanter vielleicht. Die Kostenführer sind, die eine gute Marktposition haben, kann man sich anschauen, sollte man sich anschauen. Aber das Interessanteste meiner Meinung nach, die Rohstoffe, Lithium natürlich vor allem. Es war bei Lithium klassisch so, man hat gemerkt, jetzt kommen Elektroautos, das wird interessant. Lithium ist durch die Decke geschossen, der Preis. Wir haben eine Preisblase bekommen, die ist letztes Jahr geplatzt. Seitdem geht es steil abwärts mit dem Lithiumpreis. Ist aber meiner Meinung nach inzwischen auch eine Übertreibung. Das Angebot an Lithium wird überschätzt, das Angebot, das wir in den nächsten Jahren haben, und die Nachfrage wird stark unterschätzt. Meiner Meinung nach, das ist die größte Chance in dem Sektor, der Rohstoffbereich. Da kann die Wende früher oder später kommen, muss nicht morgen sein, muss nicht nächsten Monat sein, aber das sind die Aktien, die sollte man sich jetzt wirklich langsam mal anschauen und dann auch eben zu sehen, wer sind da die guten Produzenten, wer übersteht die Krise auch, die wir gerade haben, und wer profitiert dann am meisten, wenn das alles vorbei ist. Und dazu hören Sie auch mehr von uns demnächst, und zwar im Zukunftsmärkte Report. Die Zukunftsmärkte Reports, die sind auch gratis, die kommen von uns, die werden regelmäßig verschickt, die sind mit Beiträgen, mit Analysen, spannende Märkte, spannende Aktien. Und wenn Sie die noch nicht haben und wenn Sie die auch haben wollen, Sie müssen sich einmal anmelden, nur auf www.zukunfts-märkte.de. Und der Anmeldelink ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Ich weiß, das Thema Elektroauto und Wasserstoff, man kann da noch viel sagen, natürlich vieles, das wir hier auch nicht schaffen heute. Man kann sich da auch wirklich drüber streiten. Es geht ja auch um was bei dem Thema. Meine Meinung haben Sie jetzt mal gehört. Mir geht es, wie gesagt, nicht so sehr darum, was jetzt besser ist, sondern darum, was ich glaube, was sich jetzt eben durchsetzen dürfte. Mich interessiert natürlich Ihre Meinung jetzt auch, weil ich nämlich auch weiß, dass es auf YouTube sehr viele Zuschauer und Nutzer gibt, die bei dem Thema auch wirklich was zu sagen haben und da wirklich auch im Bilde sind. Und ansonsten, wir sehen uns wieder nächste Woche. Ich freue mich auf Sie. Alles Gute, bis dahin und vielen Dank wie immer fürs Zuschauen.